Wir begrüßen dich ganz herzlich jetzt zum Livestream mit Gottes Haus. Einfach das, dass du dran bleibst, dran geblieben bist, deinen Glaubenslauf siegreich fortzusetzen. Das ist für heute Abend unser großes Anliegen. Halleluja. Ja, wir hatten eine sehr, sehr coole Konferenz am vergangenen Wochenende, 4 Tage, die hinter uns liegt. Es war wirklich eine Freude, viele von euch zu sehen, Gemeinschaft zu haben, genau, den Herrn zu preisen. Und wir glauben, wir haben einen echten Durchbruch erreicht. Ja, es waren ganz verschiedene Inputs, die wir genießen konnten. Viele Treffen, viele Gespräche, viel Gebet, einfach viel im Lobpreis zu stehen. Das hat uns selbst sehr, sehr gesegnet. Wir sind sehr gesegnet aus dieser Zeit herausgegangen und wir wollen weitergehen, wir wollen dich auch teilhaben lassen. Wir sind in Vorbereitung jetzt mit den Bildern, mit den Eindrücken, mit dem, was wir zurückgemeldet bekommen haben, und das werden wir in den nächsten Wochen enden. Ein, zwei Wochen, und dann werden wir einen Rückblick fertig haben, genau, an dem wir dich natürlich gerne teilhaben lassen wollen. Yes. So, wir haben auch etwas, was wir dir gerne vorstellen wollen. Ja. Etwas, was bei dieser Konferenz einen Auftritt Premiere hatte. Das war das Wort. Und das ist hier die Fortsetzung von unserer Glaubensschule. Band 8 und 9 sind erschienen von unserer Glaubensschule. Die hatten bei der Konferenz Premiere. Streckenabschnitt 8, da geht es um ein Bibelstudium, und zwar einfach mal, wie man wirklich gewinnbringend biblische Texte tiefer einsteigt, wie man einfach da mit umgehen kann, so ein paar Tools, wie man wirklich dort Bibel lesen kann. Und auf eine ganz andere Art und Weise, wie man das vielleicht sonst so tut. Und wir haben dazu den Epheserbrief ausgewählt. Das ist schon mal richtig cool und sehr, sehr intensiv. Es sind also 192 Seiten geworden hier in diesem neuen Band. Und es gibt wirklich viel genialen Inhalt, Content, und es ist etwas, wo wir dich herzlich einladen, dir das anzuschauen. Es wird Kapitel für Kapitel durchgegangen, die einzelnen Verse, und also hilft auf jeden Fall, richtig gut biblisch die Schrift zu lesen. Auch noch für Leute, die schon lange im Glauben sind, die schon lange mit Bibellesen vertraut sind. Ich habe selber davon einen Gewinn, nochmal einfach das zu verinnerlichen, zu vertiefen, vielleicht auch einfach Neues zu lesen und zu entdecken. Und das ist unsere Einladung, diesen Band der Glaubensschule zu bestellen. Genau. Und Band 9, der ist sehr herausfordernd und ja, für manchen auch etwas stressbehaftet, frei vom System der Welt. Frei vom System der Welt. Da greifen wir durchaus einige heiße Eisen an, eben weil wir natürlich alle in der Welt leben und so unseren Deal auch mit der Welt in der Regel gemacht haben. Und hier geht es dann wirklich ans Eingemachte. Ja? Ja. Wie ist das mit deinem Weltbild? Wer regiert eigentlich die Welt? Dann die widergöttlichen Strukturen, die in unserem Weltsystem eben drin sind. Dann ein Thema, sehr interessant, die Grenzen unseres Gehorsams. Ja? Und dass wir eben Botschafter, Repräsentanten Gottes sind. Sehr cool, sehr herausfordernd, aber wie gesagt, Band 9. Wir raten dringend, wirklich vorne anzufangen, alle Bände durchzuarbeiten. Ja. Diese Bände, Band 8 und 9, sind wie die anderen 7 natürlich auch über unsere Webseite verfügbar. Du kannst sie jederzeit gerne bestellen. Wir senden sie dir zu. Kannst sie auch als PDF auf der Webseite einfach downloaden. Und ja, herzliche Einladung hier, Band 8 und 9 von unserer Glaubensschule. Wir danken an der Stelle denen, die mit ihren Finanzen in dieses Projekt reingegeben haben, in diese fortlaufenden Bände, die wir haben drucken lassen und die wir kostenlos abgeben. Aber da gibt es Leute, die hatten und haben es auf dem Herzen, mit ihren Finanzen die Kosten zu decken, damit wir alle einen Genuss davon haben. Also, wenn das dein Herz bewegt, kannst du dich gerne an diesen Druck, an diesen vielen Büchern der Glaubensschule für den
Gebrauch in den Archen beteiligen. Und wir danken dir sehr herzlich dafür. Also insgesamt sind es etwa oder etwas über 250.000 Bücher, die wir bis jetzt schon gedruckt haben. Und bei den Konferenzen ist es halt so, da kann man sich die wirklich reichlich mitnehmen, ja, spart uns sogar noch die Versandkosten, ja. Und wir hatten etliche tausend davon da, und ja, der weitaus größte Teil ist auch mitgenommen worden. Halleluja. Also, Glaubensschule geht weiter, Band 8 und 9. Richtig. Sehr spannend. Und jetzt bist du dran. Jetzt gehe ich weiter. Eigentlich ist es das Gegenteil. Es heißt nämlich eigentlich dranbleiben, oder meine Überschrift heute ist: Bleib an mir, bleib in mir, bleib bei mir, bleib doch noch ein bisschen. So, und es ist genau angelehnt an die Konferenz, die wir am Wochenende hatten. Es ist einfach diese Aufforderung, die wir von Jesus ja auch kennen. Bleibt in mir. Das ist nicht etwas, wo er gesagt hat, naja, überleg dir mal, ob es gut für dich wäre, wenn du mit mir verbunden bleibst, sondern es ist wirklich etwas, zu was er uns auffordert, wo sein liebevolles Ziehen zu spüren ist. Hinter uns liegt dieses Wochenende des Segens, diese Zurüstung, diese Freisetzung im Glauben, auch eine Zeit, wo wir uns entschieden haben, in den Momenten der Hingabe, in den Momenten des Gebets, beim Altarruf, bei so vielen Gelegenheiten neu festzumachen: Ich will dranbleiben. Ich will dranbleiben auf dieser Strecke, die der Herr mir gegeben hat, auf diesem Glaubenslauf. Und wir alle, wir haben wirklich noch eine Strecke zu laufen. Wir sind noch nicht am Ziel, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dranbleiben. Das Wort dranbleiben, das kennen wir alle aus unserem Alltag. Wahrscheinlich die meisten von uns, wenn wir irgendwo angerufen haben und es heißt, bleiben Sie doch bitte mal dran. Das heißt, bleiben Sie in der Leitung, warten Sie, bis ich mich wieder mit Ihnen connecte, bis ich mit Ihnen spreche über Ihr Anliegen. Dieses Wort dranbleiben, das hat ganz viele Bedeutungen. Es heißt so viel wie nicht aufhören, weiter und weiter machen, aufrecht erhalten, nicht aus den Augen verlieren, durchhalten, nicht aufgeben, nicht nachlassen, nicht ruhen und rasten, weiterverfolgen, dabei bleiben, am Ball bleiben. Das sind die Attribute, die dieses Wort dranbleiben hat. Aber genauso gelten sie für unser Glaubensleben, für unseren Glaubenslauf. Bleibt im Glauben, gegründet und fest, und weicht nicht von der Hoffnung, die das Evangelium euch mitgeteilt hat, dass ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. So schreibt es uns ja Kolosser 1, Vers 23. Halte das fest. Halte das mit der guten Botschaft, die du in deinem Leben empfangen hast, die du immer wieder hörst, die du immer wieder in der Schrift liest. Halte das fest. Bleib da dran. Gib sie nicht auf in den Umständen deines Lebens. Gib sie nicht auf, wenn die Dinge immer noch nicht beantwortet sind. Gib sie nicht auf, weil die Dinge noch nicht durch sind, noch nicht gelöst sind, einfach noch nicht so sind, dass du sagst, ja, ich habe jetzt alles erreicht und alles errungen. Ich glaube, ihr Lieben, dass wir bis zu unserem Zieleinlauf, wenn wir diesen Glaubenslauf beendet haben, dass wir so lange immer noch diese Aufforderung haben werden, dran zu bleiben. Bleibt in mir, bleibt an mir, bleibt. Das ist das, was wir in Johannes 15 lesen, diese Worte von Jesus: Bleibt in mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch gewährt werden. Das ist die Spannung, die in diesem Bibelvers drin ist. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das bedingt aber, dass wir an ihm bleiben, in ihm bleiben, eng mit ihm verbunden sind. Dranbleiben heißt eigentlich bleiben in ihm, bleiben in Jeschua. Die Worte, die uns Jesus hier in Johannes 15 mitgegeben hat, die haben ihre Gültigkeit nie verloren. Nie. Selbst als er sie das erste Mal sagte, bis heute, sie gehören uns, sie gehören dir und mir. Sie sind diese Aufforderung für dich und für mich, an ihm zu bleiben. Wahrscheinlich hast du schon hunderte von Predigten über dieses Thema gehört, und trotzdem sind diese wichtigen Worte, die unser Glaubensleben bestimmen und sie mit Inhalt füllen. Und hier geht es im Besonderen ja auch um unsere Identität in ihm. Die Identität in Christus, dass Christus in uns lebt, dass wir mit ihm so eng verbunden sind, das ist etwas, was uns zum Dranbleiben und Festhalten immer wieder bewegen muss. Auch heute aufs Neue kannst du dich nach einer frischen Offenbarung durch den Heiligen Geist in deinem Leben ausstrecken. Wenn du jetzt auf einer Durststrecke bist, wenn du jetzt in einem Wüstental dich befindest, es ist wieder neu, dieses Reden des Heiligen Geistes, dir ein paar Tropfen, einen Schluck, einen Becher voll oder überfließend oder einen Strom seiner Ermutigung und seiner Erfrischung zukommen zu lassen. Neu hinhören. Heiliger Geist, was sagst du mir? Was möchtest du mir jetzt an diesem Abend, jetzt in diesem Moment mit auf den Weg geben, mit in diese Nacht, mit in den Tag, morgen, in das Wochenende? Was ist dein Anliegen? Was spricht jetzt in deine persönliche Situation? Wo korrigiert das Wort Gottes meinen Kurs? Wo erfüllt er mich neu mit Anbetung über das, was er in meinem Leben getan hat und jetzt im Moment tut, wo er mich ausgefüllt hat? Vielleicht, weil du am letzten Wochenende an der Konferenz teilgenommen hast. Wo hat er dich ausgefüllt? Sei dankbar, halte das doch fest, was du da bekommen hast, und sei einfach darüber dankbar und begegne dem Herrn immer wieder neu. Und was er dir gesagt hat, das musst du festhalten und immer wieder im Gebet bewegen. Womit erfrischt er dich heute Abend? Und das ist dieses Bild, dieses wichtige Wort, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Das ist unsere Sicht. Das ist unsere Korrektur. Das ist der Platz, diese Anweisung. Er ist der Weinstock. Er. Es ist unsere Positionbeschreibung. Wir sind an ihm. Wir sollen in ihm bleiben. Ich will in meiner Ermutigung für dich heute Abend einfach nur, ich glaube, es sind 4 Punkte ansprechen, die mir wieder ganz neu wichtig geworden sind in dem Dranbleiben und in dem Bleiben an ihm. Es ist dieses Ausstrecken nach Jeschua. Es ist dieser Blutaustausch, den wir ja jede Woche auch im Abendmahl, oder wenn du das Abendmahl täglich nimmst, dann nimmst du an diesem Blutaustausch, an diesem geistlichen Austausch mit dem Herrn teil. Ich bin kein Fachmann für Weinanbau, aber ich möchte dir ein paar Punkte weitergeben, die ich gehört habe, die ich gelesen habe, wo ich mich informiert habe. Der erste Punkt, der ist der, lass dich erziehen. Ich habe gelesen, wie wichtig es ist, dass die Rebe in der richtigen Richtung gebogen und angebunden werden muss. Der Saft, also der Lebenssaft der Rebe, muss fließen, damit die richtige Ernährung in die Frucht hineinkommen kann. Das Wort, das hier tatsächlich verwendet wird, heißt erziehen. Und es ist diese Einflussnahme
auf die Entwicklung und das Verhalten von etwas oder von einer Person. Erziehen heißt also festbinden, nicht einfach gewähren lassen, und es muss angebunden werden, diese Rebe muss angebunden werden, damit der richtige Austausch, dieser richtige Fluss zustande kommt. Erziehen, das kennen wir alle von der Kindererziehung, aber tatsächlich ist es ein Bild, das uns über dieses Verhalten des Weinstocks belehrt. Erziehen heißt anbinden. Es heißt formen, es heißt leiten, es heißt orientieren oder in Zucht nehmen. Daher kommt das Wort Züchter. Man nimmt etwas in Zucht, man zieht etwas, man bindet etwas in der richtigen Richtung an. Damit, erziehen ist immer das Verbindungswort zu damit. Damit ein Durchfluss, ein Zufluss von Nährstoffen, von Gutem hervorkommt. Für unser Dranbleiben an Jesus heißt das in diesem prophetischen Zusammenhang, dieses Erziehen, wir sollen biegsam sein für den Herrn, dass er uns in die richtige Richtung formen darf und sein Saft, sein Lebenssaft, sein Heiliger Geist, sein Wasser, sein Öl in uns fließen kann. Das ist die Grundvoraussetzung, ihr Lieben, für uns, dass wir überhaupt Frucht für ihn bringen können. Willst du Frucht bringen? Dann lass dich von ihm erziehen. Lass dich von ihm anbinden. Lass dich in die richtige Richtung formen, dass wir ohne Unterbrechung in der richtigen Beziehung zu Jeschua und dem Heiligen Geist sein können. Und damit wir sein Leben in uns haben, in uns tragen. Es muss sein Leben sein, damit wir Frucht bringen können. Was können wir dazu tun, damit der Saft gut durchlässig ist, damit dieser Austausch gut durchlässig ist? Ich habe gedacht, das Erste ist, blockiere dich nicht selbst. Nimm das Reden des Heiligen Geistes auf und nimm es ernst. Manchmal empfinden wir das Reden des Heiligen Geistes gar nicht oder nur so ein bisschen schwach. Und dann fragen wir uns, oh, vielleicht war das doch mehr mein Gedanke, vielleicht war es doch nur mein Hören, vielleicht ist es gar nicht der Heilige Geist. Und es hört sich ja auch so kompliziert an oder es ist so einfach und das kann er ja gar nicht sein. Oder wir machen uns gar nicht erst die Mühe aus, ihm zu schöpfen, sein Reden zu hören, seine Stimme wirklich herauszuhören, sondern wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Blockiere dich nicht selbst. Nimm das Reden des Heiligen Geistes ernst. Übe dich darin, ihn immer deutlicher und schneller zu hören. Das Zweite ist, akzeptiere keine Niederlage, die der Feind in deinem Leben erreichen möchte. Werde zu jemand, der Jäger ist und nicht der Gejagte. Werde ein Jäger, jage nach. Denk nicht immer nur über die Niederlagen der Vergangenheit nach. Wir hatten am Wochenende zur Konferenz einen Vers gewählt, den Paulus geschrieben hat. Ich lasse das, was hinter mir ist, lasse ich hinter mir. Ich vergesse, was hinter mir ist. Aber ich jage dem nach, was vor mir ist, der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Denke nicht immer nur an die falschen Dinge, sondern richte dein Denken immer aus auf diesen Weinstock, auf diesen Wurzelstock, diesen Weinstock, an dem du dran bist, an dem du dranhängst. In Malachi 3, Vers 11 habe ich eine Stelle gefunden, wo es um diesen Zuspruch Gottes geht. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Dein Leben soll nicht fruchtleer bleiben. Dein Leben soll Frucht tragen. 30, 60, 100-fältige Frucht. Das ist doch das, was das Neue Testament uns schreibt.
hundertfältige Frucht, kein bisschen weniger. Weißt du, mein Gebet ist das ganz oft, dass ich sage, Herr, nicht nur ein bisschen, sondern hundertfältig. Die Fülle, alles das, was du für mich gedacht hast. Ich werde nicht eher aufhören, bis ich dieses überfließende, gerüttelte, gedrückte Maß bekommen habe, bis ich alles das ausgegeben habe, was ich empfangen habe. Und da ist immer noch mehr. Gott hat immer noch mehr, 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 mehr. Das musst du immer festhalten und das beten. Proklamier das doch in dein Leben hinein. Ich werde mehr haben. Das nächste ist, sei resistent. Ich habe gelesen, dass die Wurzelstöcke, die wir hier so im europäischen Raum kennen, dass das eigentlich Abkömmlinge der amerikanischen wilden Wurzelstöcke ist. Das liegt daran, dass es 1870 einen flächendeckenden Befall von der Reblaus gab und fast alle europäischen Reben waren damit befallen. Und es gab in der Zeit fast keinen Weinanbau mehr, der erfolgreich war. Jemand entdeckte, Gnade Gottes, jemand entdeckte, dass es eben diese amerikanischen wilden Weinstöcke gab, die resistent waren gegen bestimmte Erreger, Pilze und eben auch gegen diese Reblaus. Ist das nicht eine Gnade? So importierte man diese wilden Wurzelstöcke und pfropfte auf sie die verschiedenen Rebsorten auf. Allein der Prozess dieses Einpfropfens ist für mich im geistlichen Aspekt durchaus nachdenkenswert. In den ausgetriebenen Ast der Wurzel wird ein Einschnitt gemacht und ebenso in den neuen, vielversprechenden Ast der neuen Rebsorte. Und beides wird zusammengepresst und mit einer wachsähnlichen Masse ummantelt, quasi versiegelt. Der Saftaustausch kann wieder fließen und der neue Rebstock beginnt seine Arbeit. Verstehst du dieses Bild? Das hat mich so gesegnet, weil es ist in unserem Leben genauso. Wir sind herausgeschnitten aus der Welt. In den resistenten Wurzelstock des Herrn eingepfropft und danach versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ist das nicht ein königliches Bild? Ist das nicht ein vielversprechendes Bild, ein ermutigendes Bild, ein Bild unseres Lebens? Willst du nicht so ein eingepfropfter Rebstock sein in diesen Wurzelstock von Jeschua, damit dein Leben Frucht bringt? Was für ein geniales Bild, zusammengepresst, geschützt, damit er in uns sein Werk tun kann und wir in unsere Berufung, Frucht zu bringen, hineinwachsen können. Es gibt keine Barriere mehr zwischen dem Herrn und uns, keine Barriere mehr. Wir sind zusammengefügt mit ihm. Und das Bild, das Wort, was es am deutlichsten ausdrückt, das ist Christus in uns. Du bist zusammengepresst mit ihm, zusammengefügt, du bist ummantelt von seiner Herrlichkeit. Du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Was für ein Bild! Gott ist für uns. Das ist das Alte Testament, das ist der alte Bund. Gott ist für uns, Yahweh ist für uns. Aber Gott, Christus, der Heilige Geist in uns, das ist der Sieg des Neuen Testaments. Was für eine Gnade. Ein anderer Aspekt, der mir noch einfiel in dem Zusammenhang, dass wir resistent sein müssen gegen so manche Dinge, die der Feind uns anbietet. Wenn der Weinstock mit Pilzen, Mehltau oder eben dieser Reblaus befallen war, musste der Weingärtner ihn schonungslos behandeln. Das heißt für uns im geistlichen Sinn, die Sünde, die Lüge, die Verderbnis, die Fäulnis, die Abhängigkeiten, die Süchte, die Gewohnheiten,
Es muss aus unserem Leben entfernt werden. Wenn ein Weingärtner so etwas feststellt, dann schneidet der Weingärtner diese befallenen Triebe ab und er entsorgt sie. Und jetzt ist es nicht so, dass er einfach das so abschneidet, schnipp und lässt sie fallen und dann bleiben sie da liegen, sondern er nimmt sie mit und verbrennt sie. Sie dürfen also nicht wieder in diesen Kreislauf hinein. Nicht wieder soll die Sünde Raum in unserem Leben nehmen. Nicht wieder soll diese Fäulnis der Sünde Raum in unserem Leben nehmen, sondern sie muss verbrannt werden. Verbrannt im Feuer Gottes. Es ist sogar so, ich habe gelesen, dass wenn dieser Befall da ist und wenn der Weingärtner diese Triebe abschneiden muss, dass er sogar die Schere in reinen Alkohol taucht oder er kocht sie ab, damit sie rein sind. Verstehst du, dein und mein Leben, wir müssen ein reines Leben haben, ein heiliges Leben. Ihr seid heilig, weil ich heilig bin, sagt der Herr. Ich bin heilig und das sollen wir sein. Wir müssen verstehen, dass der Feind es immer auf unsere Frucht abgesehen hat. Er sucht sich immer einen Weg, unsere Schwächen, unsere selbstgewählten Wege, unsere Abkürzungen, unser Fleisch zu befallen. Unser eigenes Denken, unsere Vorstellungen und wie der Herr unser Leben gestalten muss. Bei uns, den Herausgerufenen, ist es nicht in erster Linie so, dass wir von den großen Sünden verführt werden. Aber es ist das Fleisch, es sind unsere Eigenarten, die Schwächen, diese Angewohnheiten, die wir schon so lange mit uns geschleppt haben, diese negativen Gedanken, dieses negative Reden, diese Worte, die wir benutzen, die Dinge, die unser Wachstum und unsere Frucht beeinflussen wollen. Das muss aus unserem Leben weg. Die Dinge, die wir selber managen wollen, die wir selber tun wollen, die nimmt der Herr uns nicht ab, sondern diese Dinge wird er mit ins Feuer nehmen und diese Dinge werden im Feuer verbrannt. Das heilige Feuer Gottes muss diese Dinge der Verderbnis, der Fäulnis, der Sünde aus unserem Leben wegbrennen, wegverbrennen. Mächte, dämonische Einflüsse, Befall, alles muss ins Feuer Gottes reinkommen. Wir müssen gereinigt werden, damit wir Frucht bringen. Und es darf nur die Frucht bleiben, die rein und sauber ist. Werde resistent. Und wie werden wir es? Das lesen wir ja gerade in diesem Vers 9 von Johannes 15. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt doch noch. Verstehst du, manchmal sind wir so drauf, wir lesen in der Bibel, wir beten und dann schauen wir schon auf die Uhr und denken, oh, es ist ja schon spät. Und dann stehen wir wieder auf und dann gehen wir wieder und alles, was wir eigentlich hätten empfangen sollen, ist schon wieder weg, ist schon wieder verbraucht, ist verdunstet, ist weggenommen vom Feind oder den Gedanken oder wie auch immer. Und der Herr sagt, bleib doch noch. Bleib doch noch. Das Dritte, was mir noch wichtig ist, ist zum Fruchtbringen gehört das Beschneiden. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Arbeitsschritt, den der Weingärtner vornimmt. In der Bibel heißt es, damit ihr mehr Frucht bringt. Das Beschneiden findet statt mit einem damit. Der Weingärtner schaut ganz genau nach den Reben und bilden sich zu viele Wasserschosse und an ihnen wachsen die dicken Trauben, so wird er sie dennoch abschneiden. Ich von meinem Verstand her würde sagen, oh, was für ein Verlust, da waren doch so gute Trauben dran. Aber es ist so, dass bestimmte Wachstumszeiten bestimmte Handlungen des Weingärtners hervorbringen müssen, damit noch mehr Frucht wächst. In meinem Leben gab es oft Beschneidungszeiten. Ich schätze sie nicht.
Ich schätze sie wirklich nicht. Oft habe ich nicht verstanden, warum gerade die Dinge von Gott abgeschnitten wurden, weggenommen wurden, wo ich doch dachte, wow, das sieht mal gut aus. Ich dachte zuerst, Gott nimmt sie mir weg. Aber es war sein Gedanke des reichen Fruchtbringens, damit mehr Frucht hervorkommen kann. Bis ich das verstanden habe. Nicht einfach nur weg, sondern der Herr sorgt sich um diesen Prozess meines Verstehens und er dient mir mit Heilung und Wiederherstellung. Er dient mir mit seinem Feuer, das mich reinigt und auf einen neuen Grund stellt. Und dann, wenn ich diese Prozesse durchlaufen habe, dann weiß ich, es ist nicht sein über mich herrschen und mir Dinge wegnehmen, die mir lieb und teuer sind. Sondern es ist seine Absicht, damit ich mehr Frucht bringe. Es ist sein Prozess. Und wenn ich mich diesen Prozess ausliefere, wenn ich mir diesen Prozess gefallen lasse, dann wird er dafür sorgen, dass mehr Frucht hervorkommt. Es gab auch Dürrezeiten in meinem Leben. Das ist auch etwas, was für den Weingärtner und für den Weinstock eine sehr herausfordernde Zeit ist. Dürrezeiten. Dürrezeiten, wo der Weinstock unter großen Stress kommt. Ich habe gelesen, dass eben diese Trockenzeiten für den Weinstock, diese Hitze, für den Weinstock eine echte Herausforderung ist, eine Bedrohung ist, weil er dann erstmal sein Wachstum einstellt. Kommt eine Rebe in solch eine Stresssituation, dauert es etwa 4 Wochen, bis sie sich davon erholt hat und das Wachstum wieder neu beginnt und der Saft wieder neu steigt. Sicher kennst du in deinem Leben Zeiten von Dürre, von Trockenheit, wo du denkst, es bewegt sich gar nichts mehr. Vielleicht bin ich wirklich abgeschnitten. Du hast den Eindruck, dass es vielleicht doch gar keine Frucht mehr geben wird. Das Gegenteil von fruchtbar ist unfruchtbar. Unfruchtbar heißt unergiebig, trocken, dürr, ohne Frucht, unproduktiv, ohne Einfälle, ohne Vision, ohne Leben, ohne den Austausch mit dem Herrn. Unfruchtbarkeit in unserem Leben, das kann sich auf ganz verschiedene Art und Weise abbilden, egal um was es sich handelt. Wir müssen gegen die Unfruchtbarkeit aufstehen. Wir müssen aufstehen gegen diese Trockenheit, gegen dieses mangelnde Wasser. Eine meiner Erfahrungen ist die, wenn ich den Heiligen Geist gesucht habe, wenn ich gebetet habe, wenn ich den Herrn gesucht habe, wenn ich gesagt habe, Herr, ich brauche eine Erfrischung, ich brauche Erquickung von deinem Angesicht, ich brauche es wieder, dass du mich mit dem Heiligen Geist füllst, dass er mir zu trinken gibt, dann war der Herr treu und gerecht. Er hat mich nicht einfach hängen lassen und vertrocknen lassen, so wie ich den Eindruck hatte, sondern er hat mich neu belebt. Er hat mir zu trinken gegeben. Trink einen Schluck. Trink vom Heiligen Geist. Der vierte Punkt, den ich mir so herausgearbeitet habe, der hat mit diesem Reifeprozess zu tun. Sei fruchtbar. Reife Frucht muss unser Fokus sein. Ganz dicht an Jeschua dranbleiben. Vielen Menschen geht es so, dass sie zwar das Wort hören, aber es mangelt ihnen an der Umsetzung des Gehörten. Deswegen ist dieser Band jetzt in unserer Glaubensschule, wo es um das Bibellesen des Epheserbriefes geht, so wichtig, dass wir wieder neu hinhören, dass wir wieder neu mit dem Gehörten, mit dem Gelesenen, mit dem, was wir empfangen haben, unseren Glauben verbinden, verknüpfen, damit wir Frucht bringen. Bei dem ersten Wunder, das Jesus getan hat, ging es ja auch um diese Verwandlung, um dieses Wunder, wo Wasser zu Wein wurde. Und eine wichtige Aussage, die mich auch immer auf die richtige Spur wieder bringt, in diesem fruchtbar sein wollen, da sagt Maria zu den Dienern, was er euch sagt, das tut.
Was das biblische Wort dir sagt, was der Heilige Geist dir mitteilt, das tue. Ich möchte jetzt hier meine Ermutigung abschließen mit einem prophetischen Wort und Bild, was von Gisela Krieger stammt, die vor kurzer Zeit zum Herrn gerufen wurde, weil er brauchte sie. Und sie war eine Frau des Glaubens und sie war jemand, der ein prophetisches Wort wirklich vom Herrn ganz oft empfangen und weitergegeben hat. Das ist ein Wort, was sie letztes Jahr im Oktober von Gott empfangen hat. Sie schreibt: Ich wandere in den Weinbergen unserer Region und genieße die herbstliche Zeit im Sonnenschein. Die Spätlese steht noch bevor und ich danke Gott für die bald zur Ernte reifen Reben, als Ruach mich auf ein Landstück hinweist. Diese Fläche ist verwildert. Vertrocknete Reben inmitten von hochgewachsenem Unkraut. Kaum zu entdecken und nicht zu ernten. Ein starker Kontrast zu den gepflegten Weinstöcken von nebenan. Ruach erklärt mir dazu: Ich wollte diesen Weinberg pflegen, fand aber keine Arbeiter für die Ernte. Ich wollte, dass hier gute Früchte wachsen und freute mich auf einen reichen Ertrag. Doch ich fand keinen treuen und guten Verwalter. Höre, mein Volk, kehre um von deinen Sünden, wende dich ab von dem Götzendienst und Gräueln. Noch ist Zeit der Gnade zur Umkehr. Ich habe keinen Gefallen daran, meinen Weinberg zu verbrennen, weil er verwildert ist. Wo sind die guten Weinberge in unserem Land? Hört, was ich euch heute sage. Diejenigen von euch, die mit mir am Weinstock verbunden sind, haltet euch nah und fest an mir, damit der Feind euch nicht berauben kann. Er wird alles versuchen, eure reiche Ernte zu rauben und zu zerstören. Bleibt fest mit mir verbunden, denn dann bin ich auch mit euch verbunden. Und ihr dürft in meinem Namen bitten und ihr werdet empfangen. Stellt Wachtposten auf. Sammelt euch als Fürbitter für euer Land. Bittet um Arbeiter für die bevorstehende Ernte. Bittet um Erkenntnis, um Buße und Umkehr. Ich werbe um euch, der Weingärtner, ich, der Weingärtner. Ich stelle dich in meinen Dienst, auch zu später Stunde. Du wirst meinen gerechten Lohn erhalten. Schaut euch den guten Weinberg an. Er ist in meiner Ordnung. Die Weinstöcke stehen in göttlicher Ordnung vor mir. Die Reben werden von mir beschnitten, auf dass sie gute Trauben hervorbringen. So höre, mein Volk. Ordne dich meinen Geboten unter. Demütige dich unter meine Hand, dass ich dich beschneiden kann. Richte meine Ordnung und meine Wahrheit auf in eurem Land. Tut Buße für eure Schuld und ich wasche eure befleckten Kleider im Blut Jeschuas rein weiß. Mit Gewändern der Gerechtigkeit habt ihr in Jeschua Zugang zur Quelle des Lebens. Eine Zeit des Umbruchs kommt. Neuer Wein in neuen Schläuchen. Es soll und es wird eine Zeit kommen für eine Spätlese, welche reichen Ertrag einbringt. Das ist meine Absicht. Meine Herrlichkeit wird sichtbar in eurem Land. Das ist mein Plan. Ich bin erschrocken über dieses verwilderte, öde Stück Land.
Ich frage mich, wie es zu einer Wende überhaupt kommen kann. Unheilbar, denke ich. Es wird, wenn überhaupt, lange dauern. Wo bin ich? In welchem Weingarten? Da empfange ich das Wort Hoffnung. Das Wort Hoffnung. Und in Kolosser 1, Vers 27 heißt es, dabei geht es um das unbegreifliche Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Gisela schreibt weiter, ich atme auf. Danke, Herr, dass du uns nachgehst, dass du treu und gerecht bist, dass mit dir ein Neuanfang möglich ist. Danke für deinen neuen Wein und die neuen Schläuche. Danke für deine Hoffnung. Danke für deine neue Hoffnung. Herr, dafür wollen wir dir jetzt wirklich danken, dass du uns berufen hast, an dir zu bleiben. Dass du möchtest, dass wir in diesem Blutaustausch mit dir stehen und sind und leben und laufen und wandeln und in dir zu bleiben. Herr, wir preisen und ehren dich, dass du uns nicht lässt, dass du uns nicht in diesem verwilderten Zustand haben möchtest, sondern in einem reinen Wurzelstock eingepfropft, zusammengepresst mit dir, ummantelt mit dem Heiligen Geist, damit der Durchfluss deines Lebens in uns beständig unsere Ernährung ist. Uns beständig zu Wachstum und Frucht bringen wird. Wir preisen dich und wir ehren dich. Wir geben dir alle Ehre, du Gott der Versorgung, der Fruchtbarkeit, der in unserem Leben das hervorbringen wird. Wir preisen dich. Amen und Amen.